Inzwischen weiß ich auch, dass die Erkenntnis des Seins, des Realen oder wenigstens dessen Voraussetzung dazu, in der vorherigen Reintegrierung seiner selbst in den eigenen Körper besteht oder voraussetzt. Sobald das zusammenfällt, ist man wieder im Sein. Zumindest des Parmenides, der ozeanischen autistischen Blase. Da aber sei die Veränderung vor, denn diese benötigt der Alienierung, der Depolarisierung, der Dezentrierung, der Veränderung eben, der Entfremdung, der Hinwendung auf andere, weil diese ihren Sein-Moment im Moment der Verschmelzung von abgebrannten Kohlenstäben findet, den Moment des Neuwerdens, den Seins-Traum gestern Nacht vom Nachtzug, der Ende des Traums endet damit mit der Erklärung, dass Nachtzüge, um leiser zu sein, etwas verlangsamter fahren würden und dazu die bereits ab- oder angebrannten alten Kohlestäbe von früheren Lokomotiven verwenden würden,